Vielen Dank. Harald hat vieles gesagt, was ich so unterschreibe. Meine Stimme ist ganz kaputt, weil ich unterwegs gegen einen Lärm anschreien musste. Ich hoffe, ich bin verständlich. Ich möchte die Verbindung herstellen zwischen dem, was wir seit 2 Jahren hier bezüglich unserer Grundrechte erleben. Ich sehe einen gemeinsamen Nenner in der Art und Weise, wie wir a. informiert werden oder nicht informiert werden, beziehungsweise einseitig informiert werden, und wie eine Debatte nicht möglich ist. Das sind Parallelen. Wir können aber nur den Frieden im kleinen Kreis, in dieser Stadt, in unserem Land, in Europa und in der Welt nur sichern bzw. uns erarbeiten, wenn wir uns im Gespräch halten. Und da hat es einfach Harald eben sehr deutlich gesagt, jeder Konflikt hat seine Geschichte. Jeder Konflikt hat seine Geschichte, eine lange oder eine kurze. Selbst wenn sich ein Paar trennt, macht es ja nicht so nach dem Schnipp, Schnapp, Schnuck, oder wie das heißt, wir gehen auseinander, wir gehen nicht auseinander, das hat eine Geschichte. Und dieser Konflikt in der Ukraine, der hat eine Geschichte, der reicht noch weiter als der Maidan zurück. Der reicht zurück bis ins Jahr 1989, ich muss das jetzt ja nicht durchbuchstabieren. Damals hieß es, Russland hat Gorbatschow gesagt, Deutschland darf sich wieder vereinigen, aber der Westen hat mehrfach gesagt, wir rühren uns mit der NATO nicht weiter nach Osten. Wir haben von 16 Staaten damals in der NATO mittlerweile 30, und wenn jetzt noch Finnland und Schweden dazukommen, sind das 32, und die sind alle in einer unfreundlichen Art und Weise gegen Russland gerichtet worden in den letzten Jahren. Der Konflikt hat Geschichte. Und diese Geschichte muss auch gut geschrieben oder auf die Schuldbücher geschrieben werden einer deutschen Außenpolitik. Egon Bahr und Willy Brandt werden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie mitbekommen, was jetzt los ist. Die schon etwas älter sind, erinnern sich an den Kniefall von Brandt in Warschau. Wir wissen, dass dort Frieden durch Annäherung praktiziert worden ist. Und wer auch noch schon in den 90er Jahren politisch bewusst war, der hat mitbekommen, was in den ersten 10 Jahren, als Russland schwach war, passiert ist. Das hast du eben erläutert. Und das, was dann 2001 war, da kam Putin, der noch gar nicht dieser Macho war. Das war eigentlich ein zurückhaltender, fast verlegener Mensch. Putin hat 2001 im Bundestag gesprochen. Und da muss man sich, das kann man sich jetzt nicht mehr anschauen, sondern das gab es zu sehen. Die Minister, Außenminister Fischer und Innenminister Schily von Rot-Grün, die haben sich da despektierlich während seiner Rede geräkelt. Das war schnöselhaft, das war lümmelhaft. Und man kann sich das erklären, da war alles schon mit Madeleine Albright, der damaligen US-Außenministerin, abgekaspert. Dann haben sich nachher natürlich noch erhoben, als Standing Ovations gaben, und haben dort dazu geklatscht. Was der Putin dort gesagt hat, war die ausgestreckte Hand. Man hat ihn im Grunde genommen ins Leere laufen lassen. Und ein paar Jahre später bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat er schon deutlicher gesagt, wir haben euch ganz viele Angebote gemacht, ihr geht nicht darauf ein. Der Kabarettist Jürgen Becker hat mal vor Jahren erzählt über das Adenauer Museum in Rhöndorf. Das ist in der Adenauer Villa in Rhöndorf, und man schaut auf den Rhein herunter. Und er sagt, wenn man da drin ist, dann sieht man, wo der Adenauer auf seinem Sofa gesessen hat. Der hat in Richtung Westen nach Frankreich geguckt, und der Osten ist ihm am Arsch vorbeigegangen. Der Osten darf aber der deutschen Politik nicht am Arsch vorbeigehen. Ich bin erschüttert darüber gewesen vor 2 Jahren, als die Grundrechte abgeräumt wurden. Ich bin genauso oder noch mehr erschüttert gewesen, weil es ja globale Wirkungen hat, wie diese hiesige Bundesregierung in dieser Frage bellizistisch reagiert. Die Grünen, die Ökopaxe, die würden sich am liebsten, und auch Frau Strack-Zimmermann, eine Tarnjacke anziehen, damit sie dann zusammen mit dem Präsidenten der Ukraine, der ja immer in Oliv gekleidet ist, dann auch entsprechend in den deutschen Kameras sind. Es ist für mich unbegreiflich, und wir haben, und das ist die Parallele, die ich angesprochen habe zwischen Corona und zwischen der Berichterstattung über den Krieg, wir haben eine Verengung der medialen Perspektive.
Wir haben genauso wie bei Corona auch zum Thema Ukraine und Russland Talkshows mit 5 Stühlen und einer Meinung. Wir kommen nur weiter, wenn wir im Gespräch bleiben und wenn wir versuchen, die Konflikte nicht zu eskalieren, eskalieren zu lassen. Und da haben wir ja schon seit Januar einen Versuch gemacht, hier in der sogenannten Friedensstadt Osnabrück den offenen Dialog zu initiieren. Die Oberbürgermeisterin hat das abgelehnt. Wir hätten die Aufgabe, ohne Schaum vorm Mund immer wieder zu sagen, wir wollen das Gespräch, sowohl über Corona als auch über die deutsche Außenpolitik. Und das wäre meine Bitte, dass wir in dieser Friedlichkeit, die immer diese Demonstrationen auszeichnet, das weitermachen, aber durchaus mal auch eine scharfe Zunge führen gegen das, was wir als Missstände sehen. Und das sind im einen die Missachtung des Grundgesetzes und zum anderen die kriegstreiberische Rhetorik gegenüber Russland. Wobei ich natürlich, das muss man eigentlich gar nicht ein Wort drüber verlieren, natürlich diesen Krieg verurteile. Ich will doch nirgendwo auf der Welt sehen, dass Leute und meistens die Zivilbevölkerung Schaden nimmt, dass Kinder verängstigt werden. Aber Harald hat das richtig gesagt, 1999 mit den Bomben auf Belgrad hat die NATO, und dazu gehörte Deutschland, hat die NATO einen Völkerrechtsbruch begangen und hat dem anderen vorgemacht, so kann man damit umgehen. Das heißt, der Westen hat irgendwann mal erklärt, das Völkerrecht ist uns scheißegal. Und wenn dann jemand anders auf einmal ähnlich verfährt, dann kriegt er einen auf den Deckel. Und diese doppelten Standards, diese doppelte Moral, die haben wir allenthalben und dagegen sollten wir uns auflehnen. Bravo! Wenn jemand zum Verbrecher wird, dann muss man fragen, was ist in ihm vorher zerbrochen? Und wenn jemand zum Kriegsverbrecher wird, dann muss man fragen, was ist in ihm vorher zerbrochen oder sogar zerbrochen worden. Und diese lange Geschichte der letzten 30 Jahre erklärt, nicht im Sinne von entschuldigt, aber erklärt, dass wir jetzt dort sind, wo wir jetzt sind, dass wir nämlich uns wie vor 100 Jahren beim Beginn des Ersten Weltkrieges sozusagen schlafwandlerisch auf den Abgrund zubewegen. Und da machen unsere Dürftigen, du hast das eben sehr deutlich gesagt, unsere unbedarften Politiker mit. Meine Tochter, 40 Jahre, 42 Jahre alt, hat mir erklärt, in der Regierung sitzen allesamt Leute, die nicht einen Tag bei der Bundeswehr gedient haben. Und sie sind trotzdem die Scharfmacher. Und wenn man sich die Mehrheit der militärischen Fachleute anhört, die sich ja teilweise äußern, dann sagen die immer, was ihr da militärisch macht, das ist nicht die Lösung. Wir raten davon ab. Ich kann nur sagen, wir sollten am Ball bleiben und wir sollten in Zukunft immer wieder auch dieses Thema in den Vordergrund stellen. Und wenn wir in der Vergangenheit das Thema hatten oder das Motto hatten, Frieden, Freiheit, Demokratie, dann hatten wir den Frieden ja schon dabei und den sollten wir immer wieder vor uns hertragen. Und die Leute, die das noch nicht so richtig können und begreifen, die sollten wir herausfordern und an den Tisch bitten. Und darum noch zum Schluss der Hinweis, der offene Dialog Osnabrück ist weiter am Ball. Leute sind angeschrieben worden und wer sich da informieren will und noch unterschreiben will, der geht bitte aufs Internet, offener Dialog in einem Wort, offenerdialog-os.de. Dankeschön.